Heute ist mit Sicherheit einer der Tage und natürlich darf man da am Berg nicht fehlen. Schaut euch das mal an. Mega Wetter, geiler Neuschnee und jetzt geht's natürlich auf zum Powdern. Im Hintergrund hört man gerade noch die Lawinensprengungen, weshalb auch noch nicht alles offen hat. Aber das wird sich gleich ändern und ja, wir sind gerüstet, dicke Ski und Piep und. Und damit kann's losgehen. Wie so oft, der Powder muss erst verdient werden. Aber die Aussicht ist grandios. Schaut mal, wie gut es einfach gerade aussieht. Mega Wetter, so ein paar Wölkchen. Das Wochen schon mir auch aus, muss ich sagen. Ach so, ja. Ja. Wir sind farblich abgestimmt. Weil das sind natürlich die ganzen Schläge und drunter der ganze Scheiß. Und vorne spritzt, macht Mords Gaudi. Aber genau solche Sachen sind die, wo man echt aufpassen muss. Weil da kann man sich natürlich echt wehtun für nichts. Aber ja, Gaudi muss auch sein. Und da sind wir wieder. Wuhu! Wir sind gerade rüber gewuselt zu Fuß. Jetzt schwitzen wir alle ordentlich. Aber gleich geht's ins andere Gebiet, Jochberg. Und da hoffen wir auf noch ein bisschen mehr Schnee, weil meistens liegt da noch ein bisschen mehr. Und von dem her drückt uns mal die Daumen, dass das der Fall sein wird. Wetter zieht so ein bisschen rum, aber ich würde sagen, es könnte kaum besser sein. Habe ich gerade viel mit der InstaGo 2 gemacht. Jetzt probiere ich es mal nochmal mit der GoPro. Ich sehe aber schon, ich muss den Winkel noch ein bisschen drehen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber der Schnee ist richtig cool. Es ist relativ wenig los. Und hier haben wir gerade nochmal so einen mega unverspurten Hang. Von dem Scheiß, ich habe es befürchtet. Let's bend. Das war nicht. Ja, geil auf jeden Fall. Voll schön. Ja, dieses Experiment kann ich glaube ich schon mal als missglückt einordnen, macht aber nichts. Schaut mal, hier ist noch immer super viel frei. Hier ist es auch richtig schön steil, das macht echt mega viel Spaß. Und ja, von dem her kriegen wir sicher noch ein paar gute Sachen zusammen. So, ich habe noch den Mund voll. Aber auf einmal sind wir aus dem Nebel rausgetaucht in die Sonne. Mega gut. Und so schaut der Ausblick dann aus, wo wir jetzt gleich hinfahren. Wer kann am schnellsten Schuss fahren? Ja! Jetzt müssen wir allerdings Felle aufziehen und dann müssen wir da hochlatschen. Dub, 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 dub. Wird nichts helfen. Planet leuchtet immer noch fleißig. Und von dem her wird das wahrscheinlich richtig gut.
außer es ziehen diese Quellwölkchen hoch. Das wäre natürlich blöd. So, geschafft. Jetzt geht es auch tatsächlich los. Aufstieg läuft. Sau gut, dass wir jetzt noch Sonne bekommen haben. Also besser könnte es echt nicht sein. Neuer Schnee und hier jetzt wirklich strahlendster Sonnenschein. Und das ist jetzt nicht weit rauf, also nur so ja, 20 Minuten wahrscheinlich. Und dann geht es auch schon in die Abfahrt. So, da, da. Oben sind wir. Das sieht dann so aus. Hier werden gerade schon die Winterlandschaften fotografiert. Da ist so ein gefrorenes Staudall. Aber ich glaube, das kriege ich so nicht so gut drauf. Und natürlich der Ausblick auf den Rettenstein. Ah, jetzt probieren wir es aus mit der gefrorenen Staude. Ja, wie nicht klappt, das kann ich ja gar nicht. So, die hat sie dann in jeder Variante. Grandios! Letztes Jahr nicht einmal gefahren, weil da gingen die Lifte hier drüben nicht. Oder zumindest die Verbindung ging nicht. Und deswegen jetzt seit über einem Jahr endlich mal wieder hier rüber und runter filmen. Ja, hier oben sieht man auf jeden Fall, wie stark es die letzten Tage gestürmt hat. Dementsprechend ist hier einfach kaum Schnee liegen geblieben. Aber ja, gewusst wo und ein bisschen weiter unten wird es dann gleich mehr haben. Hier sieht man jetzt haargenau, was alles rausspitzelt, wie hoch man da sein muss. So, das allergrößte Spitzel vom Schwarzkogel zum Beispiel, ein bisschen was vom Kaiser. Aber der Rest ist versunken. Oder wie man auch so schön umgangssprachlich sagt, jetzt fahren sie da alle mit Licht, die Deppen. So ähnlich heißt es doch, oder? Naja. Also das Schlimme ist, in dem Moment weiß man ja schon immer, dass man leider auch runter muss. Und gleich ist es vorbei mit der wunderbaren Sonne und Wärme. Definitiv mein bester Schuh. Also wenn man einen Stockeinsatz macht und man geht ins Grundlose, das ist dann schon aber edel. Oh. So hätte es weitergehen können. Und weil die guten Sachen leider immer viel zu kurz sind, müssen wir jetzt schon wieder rausfahren. Also da kommt schon noch ein bisschen Schnee und man kann auch ein bisschen wedeln und mega Aussicht. Trotzdem, dass die Wolken dazwischen hängen. Aber diese ganz geilen Bögen, die sind leider schon wieder rum. Und die sind wirklich der Oberhammer. Also unbeschreiblich cool. Und ja, jetzt geht es hier für uns weiter und das ist halt schon auch so eine kleine Märchenlandschaft. Nur hier muss man wirklich aufpassen, weil da sind riesige Felsen drunter und ja, die braucht man natürlich nicht erwischen. Deswegen hier immer mit Handbremse fahren, gut aufpassen und ja, sich eben nicht spielen. Jiha! Wedelpedel! So, Skitag ist beendet. Jetzt sind wir schon beim Burger essen. Die beiden essen mit Messer und Gabel und ich wie der größte Bauer mit der Hand. Dementsprechend schon beide aus wie ein Schlachtfeld. Ja, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Der Tag war super. Das Essen ist noch besser. Na, der Tag war echt gut, oder? Und von dem her. Großes Kino. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.